Also wir haben zwei Optionen. Entweder wir hören hier auf, weiterzumachen, Leute. Guten Tag, meine Freunde. Freitagmorgen. Wir haben jetzt, ich glaube, 11 Uhr gleich. Und Leute, also das Video ist ganz anders verlaufen, als wir gedacht haben. Wir sind heute schon seit 9 Uhr morgens unterwegs und dachten uns, ja, okay, wir renovieren Ex Zimmer weiter, weil wir haben das ja renoviert, zumindest eine Ecke davon. Euch hat ziemlich gefallen. Uns hat gefallen. Eck nicht. Eck hat sich gefallen. Das war nicht hier Style. Das ist mein Style. Und wir dachten so, okay Leute, renovieren wir weiter für euch. Dann, wir waren da bei dem Laden halt, wo wir das immer kaufen. Wir gehen so ganz cool zu dieser Ecke halt, wo immer die Sachen stehen, die wir brauchen fürs Renovieren. Da war alles weg, Leute. Da waren Bäume, also Baumstämme und so Holzblöcke. Ich weiß nicht mal, wie ich das beschreibe. So, auf jeden Fall waren da halt Baumstämme. Und wir haben überlegt, ob wir so einen Baumstamm mitnehmen sollen. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen komisch gewesen, weil einfach random in der Mitte vom Zimmer ein Baumstamm steht. Jetzt haben wir das nicht gemacht, Leute. Und ja, dann haben wir auch keinen Plan B gefunden. Beziehungsweise wir haben einen Plan B, aber der braucht so lange. Und ich erkläre euch später noch mehr, Leute. Erstens machen wir was zu essen, weil ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich probiere diese Piccolinis, weil eigentlich für Adina gedacht, aber ich habe die eh gezählt, also. Leute, vielleicht bestellt auch einen. Kann ich auch fragen gleich, ne? Da muss ich ja nicht zum Mittagessen machen. Wir werden sehen, Leute. Also wir werden jetzt kurz Egg anrufen und fragen, ob sie heute Essen bestellen will. Ich habe schon Bock auf so Burger oder Pizza. Wäre auch geil, Leute. Und auf jeden Fall bleibt bis zum Ende dran, weil Egg kommt in 2 Stunden nach Hause. Und dann werden wir die pranken und werden halt wahrscheinlich so Augenbinde ummachen und sagen, ja, Egg, wir haben was in deinem Zimmer gemacht. Und die wird dann denken, dass wir weiter renoviert haben, aber... Nee. Leute, ich bin heute Morgen aufgewacht, gell, ich schaue so in den Spiegel, ich so, oh, clear skin und so, weil meine, hier war alles frei. Auf einmal, ich war kurz auf Klo, gell, ich komme zurück, ich sehe so rote, fette Punkt hier. Ihr seht den alle hier, der tut extremst weh, der war aus dem Nichts da, gell. Genauso wie Egg damals, die war auch einfach aus dem Nichts da. Oder, ich meine Egg, weißt du, weil Alina war schon immer da, aber Egg ja nicht. Die kam einfach so. Mir geht's gut, Leute. Stimmt, die kam einfach so. Wir machen jetzt gut und günstig Brötchen, Inge, wie viel willst du? 2, 1, 3. Ich habe gestern Donuts gemacht, war sehr schön. Wollen wir die mal zeigen? Bitte zeig die Schuhe, zeig die dich. Ja. Es ist klein. Es ist eher. Ja, es ist hier. Okay, ich helfe es. Die ist so scheiße. Ich war 4 Stunden in der Küche wegen denen, gell? Sie liegt bestimmt am Roggenmehl. Oh, die ist einfach platt geblieben, gell? Guck mal, wie flach die sind. Was ist das? Ah, das schmeckt so komisch, weil das ist nicht mal durch. So wie du noch nicht so ganz durch. Obwohl, doch, du bist schon durch. Okay, gut. Wir kriegen jetzt in das Zimmer von dem gefährlichen Hund. Ganz wichtig. Der steht hier voll, Leute. Ich glaube, ich muss kotzen. Hä? Warte. Die hat alle Nagelscheren, aber schneidet nie ihre Fingernägel. Da ist kein Sinn dahinter. Ich höre. Nee, Inga, wir machen nicht weiter mit Renovieren. Guck mal, wie die aussieht. Guck mal, wie es aussieht. Das ist mein Style. Da wir jetzt in Eggs Room sind, müssen wir auch zu Egg werden. Wie ist denn Egg? Pizza! Sehe ich aus wie Egg? Guck mal. Was ist das alles? Ich habe zu Egg gesagt, die Socken sind so alt, Inga. Da habe ich dir vor 3 Wochen gegeben, gell? Eine Red Bull-Dose, wenn die hier ausläuft. Was soll sie machen, hm? Was ist das? So ist das? Muss leider gleich in mein Zimmer kommen. Dann binden. Kann nicht mehr. Sie sieht aus wie Egg. Vielleicht heute deshalb so oft. Ich schwöre, ich muss auch irgendwie heulen. Und da unten sieht man das hässliche Blumenmuster. No way. Das ist mein Style. Eggs Zimmer ist einfach hässlich. Ich glaube nicht, dass er renovieren hilft, Inga. Ihr könnt jetzt gerne Kommentare schreiben, was wir hier noch verändern sollen, Leute. Was das Ganze schöner macht. Also, wenn ich das so anschaue, gell, ist in meinem Kopf eine leere Tonspur. Weil ich weiß nicht, was das Ganze hier noch retten kann. Was dachte sich Alina eigentlich damals, als sie die Couch halt angenommen hat, wie sie geholt hat? Nice Blumen. Oder wie? Sehe ich aus wie Egg? Man, guck mal, was soll man hier machen? Emma ist hier Puder. Inga. Hm? Wieso sagst du mir nicht, dass man das Blumenmuster noch immer sieht? Mein bestes gegeben. Hast du einen Timer gestellt wegen Ofen? Nein, da oben ist mein Timer. Oh, ich sehe auch voll fancy aus, gell? Ich meine, Leute, was soll man hier machen? Hier liegen Binden auf einer Lidschattenpalette, die orange Farben hat. Das ist mein Style. Dann überall Mehl, Puder. Digga, sogar die Wimperntusche hat Lippenstift abbekommen. Ich weiß auch nicht, das Ding ist halt... Digga. Warte mal, das ist Staub oder, Puder? Wieso klebt das hier? Das Ding ist, wenn wir das hier neu kaufen... Ding ist halt, wenn wir das hier neu kaufen, wird es trotzdem so aussehen. Nur, dass diese eine Schublade dann zugeht. Dann hier. Schon wieder Binden. Überall liegen Binden.
Leute, guck mal, wir haben, jetzt kommen wir zur zweiten Ecke. Also ihr könnt, by the way, auswählen, welche Ecke wir machen, Leute. Die hier oder gleich die, die ich vorstelle. Weil wir müssen uns entscheiden, wo man halt wirklich was am meisten machen kann. Also wir haben hier natürlich Binden, Vitamine, die sie eh nicht einnimmt. Ho-Ohrringe, die schon Silber sich selbst verfärben. Eigentlich braucht sie diesen Schreibtisch gar nicht. Die ist da nie. Der Schreibtisch würde voll cool aussehen in meinem Zimmer. Plan, das kommt in mein Zimmer und dann verbinden wir echt die Augen und sagen, ey, guck mal, was anders ist. Wie Eck ist bei mir. Ich werde es trotzdem eines Tages klauen. Das ist mein neues Opfer, Leute. Das war kein Witz. Und jetzt ist hier die nächste Ecke, Leute, die wir bearbeiten können. Und zwar haben wir hier Eggs Schlafplatz. Und ihr Beistelltisch ist einfach ein Teil von Jassens Sofa. So, wieso? Die Ecke ist ziemlich eklig, Leute. Ich will gar nicht wissen. Warte, ich spreche mit euch. Was denkst du, kriege ich hier raus, irgendwie aus der Ecke? Ich glaube, die Perücke. Ein Hund. Ich wurde gestern fast von einem Hund gebissen, gell? Was ich erzähle euch das, ich muss euch das erzählen. Guck mal, gestern, Leute, ich glaube, also wäre das eigentlich mal passiert, die hätte Trauma bekommen, gell? Guck mal, ich war ganz normal spazieren mit einer Freundin, da war halt ein Hund auf einer Wiese, die haben halt gespielt und so. Auf einmal hat der Hund angefangen zu bellen. Auch richtig, also nicht dieses Spielbellen, sondern dieses aggressive Bellen. Und ich laufe da so weiter, gell? Und auf einmal der Hund rennt auf mich zu, gell? Eigentlich, deswegen halt, wäre meine Freundin auf der Seite, hätte er halt meine Freundin gebissen. Aber ich war halt auf der Seite. Dann kam er so auf mich zugerannt, hier so. Und dann auf einmal, ich spüre so seine Tatze hier, gell? Und ich sehe nur so unten sein Gesicht, wie er mich anguckt und mich anbellt. Und ich dachte mir so, kacke, Leute. Und dann wollte er mich beißen, gell? Und dann zieht der Besitzer den halt zurück und dann konnte er mich nicht beißen. Und dann hatte ich den Herzinfarkt meines Lebens noch. Das war wirklich schlimm. Aber ich werde nicht wie Ex sein und keine Angst vor Hunden haben. Ich meine, ihr wisst ja, die hat Angst vor Hunden, weil ein Hund sie damals angeschnuppert hat. Angeschnuppert nur. Und der war so klein. Also Leute, die Ecke hier haben wir schon fertig. Die ist fertig, die ist cool, die ist wunderschön. Jetzt gibt es noch die Ecke. Das ist Ecke Nummer 1. Dann gibt es noch die hier. Ecke Nummer 2. Und dann gibt's noch hier Ecke Nummer 3. Und ihr Schrank? Nee, damit machen wir nichts, weil da kann man echt nicht viel machen, Leute. Das ist hoffnungsloser Fall. Nur wenn ich das angucke, wird mir schlecht. Auf jeden Fall 1, 2 oder 3. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben und irgendwelche Ideen, was wir dazu machen können. Wir haben halt so Pinterest-Bilder angeschaut und dachten so, ja, okay, einfach so Kisten und so und halt irgendwelche schönen Dekorationen und so. Aber das Ding ist halt, ihr wisst ja, da waren nur Baumstämme da und keine Sachen zum Dekorieren. Also wir haben zwei Optionen. Entweder wir hören hier auf, weiterzumachen, Leute, weil ihr habt ja gesehen, wie unsere Decke am Anfang aussah, also hier das alles. Und hier sind irgendwelche Krümel. Hat sie hier etwa gegessen? Ich habe doch gerade eher was anderes gedacht. Nägel. Hier war auch ein Ding. Hier war auch Nageltiere. Aber das heißt, ich habe den Nägel angefasst oder was? Dann gibt es zweite Option. Wir bestellen die Sachen im Internet und holen die dann ab. Weil die meint, das funktioniert irgendwie so. Aber das Ding ist halt, im Internet ist es nicht so, als würden wir das in echt sehen, wisst ihr? Weil das Ding ist halt, das Möbelhaus hat schon offen, nur für Küche aber. Also für Küchenutensilien. Also müssen wir halt dann über Internet die Sachen angucken. Aber wir wissen halt nicht, ob die in echt auch so cool sind. Das ist halt, ihr kennt das doch bestimmt. Ihr seht ein Oberteil im Internet, denkt auch voll fresh und so. Bestellt es, sieht kacke aus in echt. Leute! Ja? Hallo, Egg. Wie geht es dir? Ja, was willst du? Hast du Lohn bekommen? Ja. Heute ist ein regnerischer Tag. Ja. Weißt du, was man an regnerischen Tagen macht? Nein. Essen. Okay. Zahlst du? Ja, okay. Echt? Ja. Was hast du Lust? Okay. Wie wär's mit Pizza? Ja, okay, tschüss. Ja. Das war ja gar nicht so schwer. Ich schwöre, ich dachte, wir verrummeln dann. Nein, ehrlich, bin ich eure Schillerma. Ich mag grün sehr, wie ihr seht. Und ja, warte, warte. Oh, ey, ja, wir machen eine, wie heißt denn diese Teile da? Im Schnittlauch und so, was ist denn das? So Kräutergarten-Ex. Wir machen den Schreibtisch weg, machen einen tollen Kräutergarten. Und ich sag's dir, das wird's. Hättest du echt mal das? Ich schwöre, das wäre echt lustig. Das ist so Kräutergarten. Ja. Naja, wer würde draus essen von Ex-Zimmer? Oh, okay, schon. Wir bauen eine Hütte. Das war auch ein Plan C, Leute, jetzt. Also schreibt gerne in Kommentare Plan A, B oder C. A ist gar nichts weitermachen. B ist halt Alinas Zimmer weitermachen. Das, dazu müsst ihr dann schreiben Platz 1, 2 oder 3. Oder Plan C, wir machen einen Kräutergarten. Egg hat seit 2 Tagen ihre Sachen, die sie frisch gewaschen hat, in die Waschmaschine gelassen. Und jetzt muss ich das rausholen. Und ich werde mit euch später, die wird das sehen, gell, wird das in irgendeine Ecke stellen. Und sagen, hä, das ist halt gewaschen. Ja, das ist voll faul schon. Peace, Freunde, ich mache gerade eben Hausaufgaben. Ich muss die in 10 Minuten abgeben. Keine Zeit, habe erst jetzt angefangen. Wir haben jetzt 13.23 Uhr und mir fehlen noch 2 Fächer und halt noch dieses Spiel programmieren. Ich glaube, das Spiel tue ich einfach morgen programmieren oder so. Wieso habe ich überhaupt ID gewählt? Das war freiwillig. Auf jeden Fall, Ex ist noch immer nicht zu Hause, die braucht extremst lange. Aber wir werden jetzt Ex Bettwäsche wechseln und sagen, dass das die Veränderung ist. Princess. Wir werden jetzt Ex Bettwäsche wechseln und zwar habe ich hier einmal so Princess.
Kopfkissen und Bettlaken habe ich keinen Bock zu wechseln. Okay, gut. Also Leute, ich habe jetzt die Bettwäsche gewechselt und ich habe Folgendes beschlossen. Ich werde mir dieses Zimmer holen. Koste es, was es wolle. Ich meine, guck mal, wie wild das Zimmer... Okay. Guck mal, wie wild ich aussehe in diesem Zimmer. Leute, ich kann so machen, ohne dass ich vom Bett falle. Du lachst, Inge. Mit dem Doppelkinn. Ich schwöre, Inge, das ist mir so egal. Ich werde das durchziehen. Ich brauche viel mehr Platz als die. Es riecht voll verbrannt. Achtung, steig über. Wir haben dein Zimmer dekoriert. Geh dich weg davon, dann mach ich den Augen runter. Ich will nicht. Und dann guckst du, okay? Ich will nicht. Vielleicht ist das ja dein Style. Dann so Bestes gegeben. Stopp, 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 stopp. Prinzessin in Bettwäsche? Ja. Herr Erb, du nicht gerne außer Prinzessin in Bettwäsche. Deine Bettwäsche hat gestunken, Alina. Nein! Leute, diese Bettwäsche ist Legende. Die steht da. Du musst die waschen. Tschüss Leute, wenn ihr auch dafür seid, dass ich in dieses Zimmer einziehen soll und einfach Eck rausschmeißen soll, schreibt es in Kommentare. Peace out und hilft mir bitte dabei. Ich meine Petition, wenn 100 Leute das schreiben, kriege ich Ecks Zimmer. Nein. So wenig. Ja, umso weniger, umso besser.